Christoph, es gibt Berichte, wonach es Spannungen geben soll zwischen der Söldnergruppe Wagner und den Spezialkräften der regulären russischen Truppen, auch Spetsnaz genannt. Welche Informationen hast du darüber? Ja, wir wissen, dass es immer wieder zu Rivalitäten kommt und zu Eifersüchteleien eben zwischen den regulären Truppen und den Söldnern der sogenannten Wagner-Gruppe. Das kommt auch daher, weil die Wagner-Truppe immer wichtiger wird, immer relevanter wird. Das ist sowas mittlerweile wie die Frontfeuerwehr geworden und hat jetzt auch unlängst ein wichtiges Kohlekraftwerk erobert in Ugledar. Und dann wurden die Wagner-Söldner gefeiert. Hieß es dann, ja, die Musikanten haben das für uns erobert. Die Wagner-Truppe ist ja benannt nach ihrem Boss. Utkin heißt der, Dimitri Utkin, mit dem Kampfnamen Wagner. Das kommt daher, weil er ein Fan des Komponisten ist. Und deswegen nennt man also die Söldner auch Musikanten hier in Russland. Und deren Popularität wächst. Und so ist es auch zu erklären, dass natürlich da die Armee, die regulären Truppen, auch die Spezialkräfte, die sogenannte Spetsnaz, da nicht besonders erfreut darüber ist. Vielleicht kann man das so sagen. Sagen, ja.